Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy und erwartet ein Risikokomet sogar. Ich hätte gedacht ein Schattenkomet, weil ich habe auf der Karte nachgeschaut und es sah blau aus und ich weiß, ja okay gut, dann wird es halt diesmal unser erster Risikokomet. Ich habe schon wieder die Info vergessen, was da immer war, also ich bin einfach mal gespannt. War Risiko nicht Zeitdruck? Ah, nee, das war was anderes. Egal, wir werden es ja gleich sehen. Weil ich weiß es wirklich gerade nicht wieder. Im Anflug auf Risikokomet. Wow, ich bin mal gespannt. Die Bedrohung. Okay. Ja, wir sind ja auch im letzten Part, um auch mal was zu erwähnen. Haben wir gegen den Kreisel bekämpft, wo ich nicht wusste, wie die Gegner überhaupt heißen. Der heißt Begoman und der Boss heißt wahrscheinlich Begoman König. Ach so. Oh nein. Das war das mit dem Risikokomet gewesen. Oh nein. 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 Oh nein. Es wird wieder Fails gehen. Das weiß ich jetzt schon. Oh no. No. Uah. Du Kacke. Fängt ja gut an. Nee. Das schaffe ich nicht im First Try. Das wird. Nee. Das schaffe ich nicht im First Try. Das könnt ihr vergessen. Dann nochmal gegen den Boss. Ey, komm. Nee, das kriege ich nicht hin. Das werde ich safe nicht hinkriegen. Das weiß ich jetzt schon. Muss ich die erst töten? Ich glaube ja. Kann das sein? Oh! Ja! Hä? Der hat mich so komisch abgeprallt und bin da reingeflogen. Was kann ich jetzt wieder dafür? Ja, mach doch einfach so nochmal. Warum das Game mich jetzt fragt, ob ich das nochmal machen will? Na klar! Toll, da werden die drei Absätze übel schnell weggehen. Ja, toll. Alles für umsonst erarbeitet. Was ist denn das? Das ist übelster Müll wieder. Weil, wie soll man das richtig im First Try schaffen? Hä? Das stehe ich echt nicht. Weg mit dir. Danke fürs Wegdrehen. Nein! Aber diese Minis, ne? Verpisst euch auch einfach, ne? Geh einfach weg. So, erster Treffer. Nein. Weg mit euch. Nein. Weg mit dir. Achso, einfach nur so treffen. Die müssen nicht hier die Band oder so. Nein. So, zweiter Treffer. Ah nee, das war ja schon. Hä? Okay, dann halt nicht. Ja, die müssen schon hier die Bande erreichen. Okay, jetzt aber. Warum ist er dann beim letzten Part, wo wir gegen ihn beim ersten Mal bekämpft haben, schon beim zweiten Mal gestorben? Hä? Und da hier war es nach dem dritten Mal. Hä? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Aber ja gut, Hauptsache ich habe es geschafft. 3,5 Minuten ungefähr und ich glaube, das ist gerade noch so akzeptabel. Ja, Stern Nummer 23. 705 haben wir insgesamt. Cool. Bin mal gespannt, wo wieder dieser Riesennummer ist. Warte mal, ich habe einen gesehen. Es war aber nicht dieser Riesennummer gewesen. Es war, der hatte die gleiche Farbe. Wartet mal. Weil das interessiert mich nämlich jetzt. Ist das auch so ein Luma, der mich irgendwo hinbringt? Oder, warte mal. Nee, haben wir das nicht sogar schon gemacht? Willst du reißen? Reiseziel Kokon Asteroid Galaxie. Nee, warte mal. Nee, Da waren wir doch schon. Da waren wir doch. Ich lasse es erstmal bleiben. Ich lasse es erstmal bleiben. Machen wir doch normal erstmal weiter, würde ich mal so sagen. So. Das haben wir durch. Das. Hä? Warum ist da so ein Fragezeichen, wenn ich mal fragen darf? Ich hätte gedacht, das wäre der Komet gewesen. Warum ist da so ein Fragezeichen? Darf ich das mal wissen? Das interessiert mich jetzt. Machen wir das mal. Weil es muss ja irgendein Stern noch sein. Oder? Nee. Hä? Schleich dich in die Riesenfestung. Das ist ein Fragezeichen. Sind da zwei Sterne bei dieser Mission oder wie? Hä? Das irritiert mich jetzt irgendwie ein bisschen, wenn ich ehrlich bin.
machen wir das erstmal. Das irritiert mich jetzt. Muss ich da noch irgendwas machen, um dann noch so einen geheimen Stern zu bekommen? Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? So, ich muss mir noch so eine Bombe nehmen. Weil da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung oder so, was da sein könnte. Vielleicht kommen wir dann noch einen geheimen Stern oder so, weil ich habe da keine Ahnung. Weil das weiß ich echt wirklich nicht. Nehmen gleich mal hier den Stern, um hier weiterzukommen, weil das Ganze hier spare ich mir hier. Nee. Ah, da war ich ja noch gar nicht. Ach, deswegen. Ja, da war ich ja noch gar nicht. Lass mal den mal ansprechen. Das ist eine Sackgasse. Du bist in der Mülldeponie. Aber jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber. Klar. Oh, danke, danke. Ach so, ist auch noch vorgegebene Zeit. Finde ich cool. Okay. Kommen die Bomben auch immer wieder nach, oder? Ach so, ja, okay, gut, zum Glück. So. Hoffe, dass ich das jetzt hinbekomme, ne? Ne, komm, die eine reicht, die eine reicht, die eine reicht. Komm, die eine muss reichen. Okay, gut. Oh Gott, direkt im First Try, cool. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist er schön sauber. Ach, übrigens, ich habe das hier gefunden. Nimm es bitte. Oh, ein Stern, ja, voll cool. Nice. Jetzt haben wir sogar schon auf die Schnelle sogar schon 2 Sterne. Das ist schön. Ist auch ein guter Partbeginn. Aber für den Anfang, wo ich gestorben bin, ja, jetzt weiß ich mit Risiko. Also, das auf Zeitdruck und das jetzt nur mit einem Leben, ich glaube, das wird am beschissensten. Vielleicht kommt ja noch was. Eine neue Kometen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was jetzt noch kommen könnte. Spare ich schon auf jeden Fall. Ja, ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Deswegen, ja. So, wir könnten ja hier was freischalten. Wir können direkt nochmal zu irgendeinem Bowser, zum großen Boss oder was weiß ich, irgendwo hingehen. Aber wir machen mal hier die kleinen Dinger hier mal frei, weil das sind nur so kleine Mini-Galaxien, denke ich mal, wie beim letzten Mal. Testball. Soll ich das schon freischalten? Ich weiß nicht. Ne, wir gehen erstmal dahin. Testball. Warum heißt es überhaupt immer wieder Test? Es war auch schon beim Test surfen. Ja, mal schauen. Vielleicht hoffe, dass das nicht so schwer ist, weil das Test surfen war, muss ich doch gestehen, war ein kleines bisschen schwierig. Es war ein bisschen schwierig. Obwohl ich es sogar beim First Strike geschafft habe, habe ich mich ein bisschen dämlich angestellt. Aber ich habe es geschafft. Soll das so eine Art Minigolf sein, zufällig? Oder hat das nur was mit dem Ball zu tun? Ich glaube, den muss ich bewegen, die ganze Zeit kann das sein. Hey, hey! Wenn du auf den Sternenball steigen willst, dann hör gut zu, was Schildhilf dir zu sagen hat. Also, springe auf den Sternenball. Zu Befehl. Oh Gott, ich glaube, das wird ein bisschen kompliziert. Was denn jetzt? Achso, gut. Dann, ja, okay. Ja, das ist die grundlegende Haltung. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, kann das sein? Aus dieser Grundhaltung neige die Wii-Fernbedienung, um den Sternenball rollen zu lassen und ihn zu bewegen. Und mit A springst du. Wer hätte das gedacht? Wenn dir jemand im Weg ist, überrolle ihn einfach. Nun, Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Probier mal bis zum Ziel zu rollen. Ach Gott. Das geht auch noch übel schnell. Wie sensibel ist denn das? Oh Gott. Oh Gott. Ja, und jetzt? Ach so, ich werde weiter gesprungen. Okay, gut. Na, ich roll dich mal um hier. Ich glaube, es wird... Ach du Scheiße. Yo. Oh. Also, wenn ich das im First 2 schaffe, boah.
Wie beim Testsurfen, da hatte ich ja schon ein paar Probleme. Ich glaube, das wird ein bisschen, das wird noch schlimmer. Aber ich bin ganz sensibel. Ich mach das, ich versuche das ganz vorsichtig zu machen. Oh, das Springen war jetzt nicht so geil gewesen. Oh Gott. Nee, scheiß auf die kleinen Sterne, aber ich hole mir diese Münze da. Ich weiß nicht, ich habe immer noch keine Ahnung, wofür diese Münzen, was bringen diese Fragezeichen-Münzen? Boah, das ist richtig sensibel, ey. So langsam wie möglich, weil wenn du nur ein kleines bisschen weiter nach vorne gehst, bist du so übel schnell. Dann hast du ja fast keine... Nein. Oh, no. No, 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 no. Ach, du Scheiße. Also bis jetzt geht's. Och nein. Also wenn diese Fragezeichen-Münzen muss sind, dann... Ach du Scheiße. Wir liegen ideal noch in der Zeit, weil ich muss ab und zu schauen. Nicht, dass ich hier noch fail und so. Und dann haben wir schon eine halbe Stunde durch. Weil ich will jetzt nicht noch eine XXL-Folge machen. Ihr sollt euch ja nicht langweilen. Ach du Scheiße. Oh, ja, geschafft. Kommt noch, nur, nee, ja, nicht übertreiben. Einfach nur gechillt. So, hab ich's jetzt. Ich glaube ja. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ja, first try. Oh Gott, das war, ich glaube, das war noch schlimmer als das Testsurfen. Alter. Na, klettert da hoch, gönn dir den. Pack. Okay, gut. Alter, ich glaube, das war noch schlimmer als das Testsurfen. Puh. Alter. ja, gut, ne? Auch das wieder im First Try geschafft. Darf ich schon mal glücklich sein? Ja. Galaxie komplett weil nur das bisschen, als von daher. Dann machen wir gleich schon mal das andere auf, würde ich mal sagen. Speichern definitiv. Ich glaube, das ist jetzt sogar schon der dritte Stern. Drei leichte Sterne bis jetzt bekommen. Ja. Das ist cool. Das freut mich. Je mehr, desto besser. So, dann machen wir das auf. Und das ist auch ein Test, oder? Nee, Bam Bam. Was? Bam Bam Ban Galaxie? Oh, no. No. Nein, nicht die. Nein, nicht diese Plattform. Wenn die genauso sind wie in 3D Land oder World, wie auch immer. Oh, nee. Also, die haben mich zwar nicht abgefuckt, wo ich das mal gezockt habe. Also, 3D Land, kamen die überhaupt in 3D Land, ach, World überhaupt vor? Ich glaube, nur bei dem 3DS-Teil, aber ja, gut. So, wie nennt sich das gute Stück? Renn und Musizier, auch noch. Puh, diese Plattform hab ich nicht abgefuckt. Oder so, weil ich dann nie daran gefällt hat davon. Aber trotzdem. Ja, wobei, vielleicht sind sie auch feststehend. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Und dann spielt auch noch die Underground-Musik. Ob das jetzt passend ist? Naja, okay. Aber es ist wenigstens etwas. Oh, das ist ja noch schlimmer. Ist ja noch schlimmer. Ja, und was jetzt? Kann ich nicht mal da drauf? Lol. Toll. Dankeschön. Dieser Boden verschwindet, wenn man auf ihn tritt. Pass auf. Ja, das habe ich auch gespürt bekommen. Danke, Dana. Danke für die Info. Alter. Weg mit dir. Ach du Kacke. Das ist ja noch schlimmer als diese komischen Plattformen in 3D-Land, Alter. What the fuck? Das ist gefährlich. Bin er hier? Ich bin hier herumgelaufen, aber der Boden ist unter mir verschwunden. Ja, gut ausgenutzt. Okay. Das ist jetzt das Letzte, wie es aussieht. Ach, das ist das jetzt. Okay, deswegen mit dem Musizier dachte ich mir schon, hey. Oh, okay. Sorry, dass ich jetzt für die Zeit erstmal nicht gesprochen habe. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich jetzt nicht fail oder so, wirklich. Alter, ich habe den Tod wieder gesehen, ey, ohne Witz. Alter Schwede, ist das heftig.
ist das heftig. Ohne Witz. Wie viele Sterne haben wir geholt? Ey, das ist jetzt locker der vierte. Wir sind ideal bei 15 Minuten. Ich könnte sogar direkt aufhören. Theoretisch. Aber wobei, ich glaube, das machen wir auch. Machen wir im nächsten Part. Ich denke mal, dass es wieder, wenn überhaupt, so ein Bossfight wird. Wie beim letzten Mal mit diesem Megabein da oder irgendwie so ähnliches. Keine Ahnung. Deswegen machen wir hier Schluss. Ist trotzdem gut. Auch ideal 15 Minuten. Ist eigentlich auch noch recht in Ordnung. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part dann hier weiter. Mit dem, warte mal, kann ich das wieder? Sehr schön. Dann machen wir das aber auf. Das mache ich jetzt nicht, aber das machen wir dann im nächsten Part. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, auch gerne ein Abo da lassen und auch keine Videos zu verpassen. Auch die Glocke aktivieren, wenn ihr Lust drauf habt. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.